Herzlich willkommen zurück zu Still Life 2. Im letzten Part haben wir leider ein bisschen gebraucht, bis wir festgestellt haben, dass wir da noch so die Stimme von dem Täter untersuchen müssen in dem Testkit. Und jetzt sind wir wieder das tolle Palmöl, aber haben leider ein Gift gespritzt bekommen und haben Zeitdruck. Ja, der liebe Mörder möchte uns wieder massakrieren und terrorisieren und alles Mögliche. So, du hast gesagt, da war das Gift, das Gegengift. Ja, das denke ich. Nein, schon. Das ist nur ein Schrank, wo man seine Sachen dingsen kann. Ach, shit. Das Foto einer Gott. Schauspielerin. Vielleicht soll mich das daran erinnern, dass ich jetzt selbst in einem Film mitspiele. Mit einem vollkommen durchgeknallten Regisseur. Wie interessant auch, ne? Ja, wir müssen das Bett, glaube ich, verschieben, weil... Das Bett da unten drunter war so ein Gitter, ne? Ja. Irgendwas wollte sie, Matratze. Ne, die wollen wir noch nicht nehmen, oder? Sei stark. Aber wir gehen nicht an diesen Erste-Hilfe-Kasten. Wie schon in der letzten Aufnahme erwähnt, also im letzten Part, ist da eine schöne Schlange eine drin und wir sterben Hand. Sofort. Oh mein Gott. Ja, macht die das auf? Ah, es klemmt. Ich brauche etwas, um es aufzuhebeln. Diese Schriftzüge. Da ist eine. Sollen sie mir Hilfe oder Angst einjagen? Why me? Help me. 2324. War das nicht. Oh Gott. Das ist aber. Ach so, da sehen wir nur das Halsband. Geh weg! Weg! Wir können es doch aufmachen, oder? 2, 3, 2, 4. Kann man da nicht irgendwas eintippen? Nee, oder das, so? Das müssen wir, glaube ich, Dieser später. Das scheint zu funktionieren. Das müssen wir, glaube ich, später machen. Ich glaube, wir mussten an dieses Scheißding, oder? Wir mussten da dran. Oder ja, weil da, glaube ich, auch dieses Gegengift war, aber dann auch die. Die war nicht war ja hier drin. Mm. Vier Röhrchen mit Flüssigkeit. Ups. Hier unten steht. Vier. Welches? So. Wieso lese ich denn das überhaupt vor? Zu zwei Dritteln gefüllte Flasche. Das Schild gibt an, dass diese Flasche ein chemisches Reaktionsmittel enthält, um das Wahre vom Falschen zu trennen. Was soll das bedeuten? Sehr Wann schön, ich flüstere das halt einfach und ja. ja gut, dann sorry Leute, dann haben wir vorgegriffen, dann kommt das wann anders. Dann ja. müssen wir jetzt nicht da das so mischen einfach. Nee, das müssen wir mit Wasser mischen. Noch. Nee, das geht nicht. Also das mit Wasser mischen. Ich glaube. Ah ja, sie tut es. Okay. Man sieht sehr viel davon. Volle und verdünnte Flasche. Genau, und die müssen wir jetzt irgendwie in... Irgendwie so trennen oder so. Nee, die Röhrchen müssen wir trennen. Ah, ja, hast recht. Ohoho. Hast recht. Und jetzt kommt's halt auf Kniffeln an. Farblose. Ach so, ja gut. Das ist rot, gelb, blau und lila. War das nicht das Lila, ne? Oh je, frag mich Gott. Hey, das ist. Du musst das kombinieren. Ja. Das ist eigentlich. Hä? Ja, sie hat's jetzt gemacht. Mit weißer Flüssigkeit. Ja, sollen wir es einfach trinken? Wenn nicht, dann sterben wir. Also wir haben jetzt lila genommen. Ja, dann trinken wir halt. Ja, genau. Oh, bitte. Nein. Also, bye bye. Lila ist es nicht. Ihr Charakter ist tot. Spielladen, um weiterzuspielen. Okay. Sehr schade. Müssen wir uns jetzt nicht nochmal das Telefonat an... Nee, müssen wir nicht. Nee, weil wir da gespeichert hatten. Aber wir müssen uns nochmal, glaube ich... Ja, wir müssen nochmal mischen und so. Ja gut, das geht ja. Und dann sagt sie gleich nochmal... Eine... Ja genau, dann sage ich jetzt gerade nichts, weil das habt ihr vorhin nicht gehört. Deswegen sage ich dann einfach bei der abgetrennten Hand nichts, dann könnt ihr auch... Das hören wir uns später an, wenn wir den Zeitdruck nicht mehr haben. Wir mischen jetzt erst, weil sonst ist es ja unnötig, ne? Klar. Das Schild gibt war das nicht sogar mit der Schlange mit Vic? Ja. Nicht? Ja, ne? Mit Vic Vaporub. So, also lila war es nicht.
Nein, nein, nein. Ist gut. Brauchst nicht wieder zu sagen, dass dieser Hahn funktioniert. Dann versuchen wir mal blau, oder? Blau? Ja. Okay. Das ist auch fies, ne? Ist halt mega halt fies. Erst nein. Na, die erst trennen. Du sagst blau, kombinieren mit blau. Trinken. Nein. Tschüss. Wahrscheinlich ist es bei unserem Glück wieder genau das letzte Fläschchen, was wir probieren. Ach Gott, was war denn das? Rot? Nee. Ja, pf, wir haben jetzt noch zwei Möglichkeiten. Ja, rot und gelb. Ja. War das nicht gelb wegen Gift oder so? War da nicht irgendwie... Ich habe keine Ahnung, Alter. Ja, aber das Rote würde man ja auf gar keinen Fall eigentlich trinken, ne? Nee, eigentlich nicht. Deswegen ist das wieder so offensichtlich. Hm. Naja, wir sehen's ja. Vier Röhrchen mit... Ja, ist gut, Paloma, wir wissen's. Das Schiff... Das Trennen und dann zum Waschbecken laufen. Vor allem, sie tut halt nicht mal irgendeine Bewegung, ne? Nö, beim ja Waschbecken. Ja, aber du hörst den Klang, dass da was reinläuft. Ja, das schon, aber sie tut nichts. Schau. Mhm, ja. Das ist ein bisschen, ja. Das funktioniert das auch, wenn man sich so vor die Spüle stellt? Weißt du, so, ach ja, Geschirr spült sich ja von alleine. Einfach da so stehen. Also du sagst jetzt gelb, ne? Ja. Wahrscheinlich immer noch nicht. Das ist jetzt schwarz. Das ist vielleicht richtig. Naja, komm, trink das. Schwarzes Zeug ist immer lecker. Ich fühle mich besser. Ah. Woo! Du hast gewonnen. Und zwar das Recht, am Leben zu bleiben. Vorerst. Oh, wie nett. Deswegen kann man das auch wieder immer auffüllen, weil anscheinend ein Ding sich so verfärbt hat, ne? Mm. Und das ist die richtige. Das ist wie bei Saw, ey, hab ich schon mal gesagt. Ja, das ist extrem wie bei so. Saw. Jetzt gucken wir uns die vorgetrennte Haut an. Eine abgetrennte Hand. Oh mein Gott. Die vorgetrennte Haut und es ist eine abgetrennte Hand. Die abgetrennte Hand. ja, dazu sagt sie auch nochmal was. Diese Schriftzüge, sollen sie mir helfen oder Angst einjagen? Na, da steht Dead. Was steht ist da? Dead, das... oder? Ist dead. Ja, das I, das kann man nicht mehr Why sagen. Me? Na, hier hat einer... Help me, schreibt da noch einer. Und weiß ich nicht was. Können wir jetzt nicht raus? Ach, die Matratze, die müssen wir über die, Bestimmt, aber die können wir nicht nehmen, weil... Handy. Ach, weil, ja, wegen diesen Dingern da. Ja, ja, wir müssen ablegen. Genau. Ach, nicht nur Handy, aber... Aufgeladenes ja. Mobiltelefon. Ach ja, das hat ja 16 Felder, ne? Wir müssen alles genau. Ablegen. Wenigstens funktioniert das so schön. Am Anfang hat das ja, wie gesagt, nicht funktioniert. Nee. Da war das irgendwie so sehr komisch. So, die Matratze. Blub, wir haben die einfach mal so, ne? Dann die Matratze. Achso, müssen wir nochmal erst gucken, dass da Scherben liegen. Das weißt du doch schon. Sie tritt gleich nochmal schön rein. Wenn ich über diese Scherben laufe, werde ich mich böse verletzen. Ey, aber jetzt mal im Ernst. Also wir klicken nochmal drauf, dass, falls es geht, mit der Nahansicht. Wenn ich über diese Scherben laufe. Als ob sie da nicht drüber kommt oder so schlau ist, um da an der Wand lang zu laufen. Also tut ja, mir halt leid, oder da über diesen Vorsprung. Aber nein, man muss ja die Matratze holen und die da drauflegen. Konnten wir nicht noch irgendwas dann mit der Kamera oder so machen, dass die dann sagt, der Spinner verfolgt mich oder so? Gucken wir gleich mal. Ja, guck, jetzt muss sie auch einen Schritt laufen. Ach, da und ist das so. Und das an der Wand. Sieht jetzt aus läuft wie sie drüben. Ein Sicherungskasten. Das Kabel läuft durch die Wand. Ah. Hast du gesehen? Sechseckiger Schlüssel. Was ist das? Eine Speicherkarte. Eine Speicherkarte. Ich kann ihren Inhalt auf meinem Sprachrekorder abrufen. Neues Dokument. Sprachding. Ach so, können wir da noch mehr? Der Killer spielt wieder eines seiner sadistischen Spielchen. Sorry. Da kann ich auch mein Glück herausfordern, anstatt hier auf den Tod zu warten. Ah. Ich muss einen Weg finden, die Zellentür zu öffnen. Nehmen Sie das elektronische Halsband ab. Möchtest du lesen? Ja. Ich muss das elektronische Halsband entfernen, das der Killer mir um den Hals gelegt hat, um mich zu kontrollieren. Ah, ja, da muss man ganz schnell machen, ey. Ja, trinken Sie das Gegengift in der Höhle des
Mörders. Ach nee, das war. Das war das tödliche Test Teil, ist jetzt. Ja. Ah, das ist so furchtbar mit diesen, habe ich ja schon mal angesprochen, mit den Kapitelnamen. Ja, also ich entscheide mich, glaube ich, oder ich bleibe dabei, dass ich diese Uhrzeiten dahin schreibe. Tödliche Tests kann man ja auch mal anders machen. Dokumente. Ach so, Interview vom. Hier ist Paloma Hernandez mit einem Live-Bericht aus Jackman, Maine. Agent McPherson, haben Sie irgendwelche Hinweise? Kein Kommentar. Verschwinden Sie. Das ist die Tonspur von einem Bericht, den ich über den Ostküstenkiller gemacht habe. Aha, aber du hast doch noch mehr Dokumente gehabt, oder nicht? Ja, noch mehr Interviews. Ein neues Opfer des Ostküstenkillers wurde gefunden. Bei mir ist einer der leitenden Ermittler, James Hawker. Die Ermittlungen laufen wie geplant. Kein Kommentar. Na toll. Die mögen die anscheinend sehr. Ja. Heute, am 13. Januar, wurde der leblose Körper von Dolores Wilkins von der örtlichen Polizei am Ufer eines Sees entdeckt. Der Fund der Leiche bestätigt die Echtheit der Videofilme, die letzte Woche gezeigt wurden. Wir wissen jetzt, dass es den sogenannten Ostküstenkiller wirklich gibt. Ach, das war dann der erste Fall anscheinend von ihm. Ja, ich wollte gerade sagen, hoffentlich ist es der 13. Januar und nicht der der erste nach Dezember halt dann. Ach so, 13. Monat. Weil es so da stand, so komisch. Ach so. Da war nichts. War Schlossel. Ach so, wir haben doch jetzt diesen Sechskantschlüssel. Genau. Schlüssel. Schlüssel. Ein Schlüssel. Kommt da jetzt sogar eine Schlange? Nein. Ah, das ist der Feuerlöscher. Yes, Pulver-Feuerlöscher. Pulver. Ach, wir haben wieder demolieren. Was sollen wir denn mit dem Feuerlöscher? Trennen. Ach nee, Quatsch, gar nicht. Wir trennen uns vom Feuerlöscher. Schmeiß weg. Damit können wir doch den Sicherheitskasten kaputt machen. Sicherungskasten. Können wir das? Können wir, weil wir müssen was zerstören. Nein, ach, können wir nicht. Dann, aber damit. Dann das da. Ist doch das gleiche. Bam. Ja, nee. Jetzt läuft sie auch da drüber. Bravo, du hast es nach draußen geschafft. Machen wir weiter mit unserem Spiel. Dieses Mal musst du lediglich eine Tür öffnen. Aber zuerst musst du herausfinden, welche. Paloma befreien. Lassen Sie mich gehen. Ich flehe sie an. Aber du kannst doch gehen. Du musst nur herausfinden, beweise mir, dass hinter deinem hübschen Gesicht noch mehr steckt. Na los, liebste Paloma, zeig mir, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Der klingt so, als würde er sich nebenbei einen runterholen. Ja, ehrlich, ey. Ne? Echt so ein Perverser. Hindernisparcours. Den Stuhl finden kannst. öffnen Sie die richtige Tür im Raum mit dem elektrischen Stuhl. In diesem Raum gibt es mehrere Türen. Sie sehen alle gleich aus. Ich muss die richtige finden, damit ich hier herauskomme. Ja, das ist ein sehr schönes Rätsel. Also Rätsel, hahaha. Oh, ey. Aber irgendwie frage ich mich gerade, sie trägt noch das elektronische Halsband, ne? Ja. Ist das nicht gerade so ein bisschen Driss, elektrischer Stuhl und Halsband? Irgendwie schon, ne? Kann man es eigentlich voll überladen und dann kaputt. Ja, wir speichern sicherheitshalber nochmal. Weil ich glaube, noch kriegen wir das Halsband nicht ab. Nee, aber... Mussten wir nicht irgendwie dunkel stellen oder so? Ja, der funktionierte hier, glaube ich, noch nicht. Ein elektrischer Stuhl auf Schienen. Wie komfortabel. Neues Einsatzziel.
schalten Sie den elektrischen Stuhl ein. Möchtest du lesen? Ja. Ich muss wahrscheinlich den Stuhl verwenden und den Strom anstellen. Ja, das musst du tun. Achso, die Kameras wolltest du ja gleich auch mal geguckt haben, ne? Ja, wenn sie überhaupt eine anspricht. Ich glaube, eine hat sie angesprochen, die draußen oder so. Sieht aus wie ein Sicherungskasten. Das Kabel läuft durch die Wand. Ach ja, wir müssen auf der anderen Seite, denke ich dann. Höchstwahrscheinlich, ja, da. Aus diesem Schrank kommt ein elektrisches Summen. Ja, dann mach auf. Aua. Das ist nicht nett, also müssen wir wahrscheinlich wirklich erst das Halsband abmachen, ne? Ich denke schon. Oder das Ganze liegt unter Strom und wir müssen... Kannst du es irgendwie demolieren? Wir haben ja noch den Feuerlöscher. Stimmt. Nein, das geht nicht. Okay. Ja, ob wir das Halsband abnehmen müssen oder den Sicherungskasten sonst irgendwie aufkriegen, das... erfahren wir im nächsten Part.